Ich würde jetzt gleich an Professor Dr. Volker Auwerter übergeben wollen. Professor Auwerter ist Toxikologe am Institut für Rechtsmedizin an der Universität in Freiburg. Er leitet dort die forensische Toxikologie. Von Hause aus ist er Chemiker. Er hat seine Doktorarbeit hier in Berlin angefertigt bei Professor Pragst, Fritz Pragst, den ich hier auch ganz herzlich begrüßen möchte. Wir haben mit Professor Pragst an der Charité seinerzeit, also Ethan Rafe, Drug-Checking gemacht. Und Professor Auwerter ist Koordinator des europäischen SPICE2-Plus-Projekts. Ja, dann bitteschön. Ja, danke schön. Auch. Also ich werde heute ein bisschen was ergänzen zur pharmakologischen und toxikologischen Seite, nachdem wir jetzt eben über Verbreitung und Konsummotive einiges gehört haben. Und Carsten wird das dann eben ergänzen über die Seite des Projekts, die sich so mehr mit dem präventiven Aspekt beschäftigt. Und das greift natürlich alles auch so ein bisschen ineinander in dem Projekt, das ist klar. Es ist ja interdisziplinär angelegt, aus gutem Grund, weil man nur so natürlich da wirklich gute Arbeit machen kann in dem Bereich. Ganz zu Beginn vielleicht noch mal kurz ein bisschen die Begriffe differenzieren. Designerdrogen, davon spricht man eigentlich immer, wenn man ein Rauschmittel hat, das synthetisch hergestellt ist und sich eben von bekannten, meist eben schon verbotenen Substanzen darin unterscheidet, dass eine oft nur sehr geringe Modifikation an dem eigentlichen Wirkstoffmolekül vorgenommen worden ist. Und der Zweck ist einfach auch ganz klar, es sollen eben diese rechtlichen Dinge umschifft werden dadurch. Der Begriff Legal High, der ja auch im Titel des Symposiums vorkommt, ist ein bisschen weiter gefasst. Da sind dann auch natürliche Substanzen dabei. Kratom zum Beispiel wird auch im Internet vertrieben inzwischen. Also Pflanzenextrakte, die auch rauscherzeugende Wirkung haben, fallen hier auch darunter. Und legal sollten sie natürlich sein. Allerdings ist es so, dass vieles, was noch als Legal High gehandelt wird, inzwischen schon längst nicht mehr legal ist, auch wenn man die arzneimittelrechtliche Seite hier außer Betracht lässt. Und Research Chemical, Bernd hat das schon einige Male erwähnt, das sind eben diese Reihensubstanzen, die als Codebezeichnung dann diesen Namen tragen. Research Chemical, klar, das sind die Firmen, die eigentlich auch die Forschung beliefern natürlich mit solchen synthetisierten Substanzen, die haben das als Nebengeschäft entdeckt und deklarieren es eben dann weiter als Research Chemicals. Ist ja auch eine Art von Forschung, wie Bernd schon gesagt hat, wenn die Leute das dann konsumieren und schauen, was dann mit ihnen passiert. Ich möchte zur rechtlichen Einordnung ein paar Worte sagen, obwohl dann nachher ja noch ein eigenes Referat kommt, deswegen mache ich das auch ganz kurz. Hier nur nochmal, was im BTMG in einer der Anlagen aufgeführt ist, das ist klar, ist verboten. Und das öffnet eben hier die Tür für die Designerdrogen, indem man hier eben Modifikationen vornimmt und jede Substanz, die sich chemisch eben unterscheidet oder deutlich unterscheidet, ist dann eine Designerdroge, solange bis sie dann vielleicht irgendwann dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt wird. Das Arzneimittelgesetz wurde über die letzten Jahre eben jetzt instrumentalisiert, um dieses Problem der Legal Highs ein bisschen versuchen einzudämmen, das hat aber nicht wirklich sehr gut funktioniert und es geht eben jetzt nach der EuGH-Entscheidung gar nicht mehr. Der BGH folgt der Rechtsprechung natürlich. Interessant ist jetzt ein Statement, ich glaube, das war der dritte Strafsenat, die haben ja gesagt, naja, aber nach Tabakgesetz kann man es dann immer noch verfolgen. Es geht aber natürlich nur, wenn in der Mischung auch Nikotin enthalten ist und es ist in aller Regel nicht enthalten, deswegen wird das auch nicht funktionieren. Gut, vielleicht was noch an Strafverfolgung möglich ist, ist natürlich, wenn jemand das Zeug verkauft und man kann dann kausal einen Zusammenhang herstellen mit einer Person, die Schaden genommen hat durch den Konsum, dann handelt es sich natürlich immer um ein Körperverletzungsdelikt, aber das wird im Einzelfall immer sehr schwierig sein, das nachzuweisen. Zur rechtlichen Einordnung gehört auch die Frage, wie wird im Straßenverkehr umgegangen mit diesen Rauschmitteln, das ist eigentlich sehr schnell beantwortet. Da gibt es ja die Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehrsgesetz niedergelegt. Das ist die 0,5-Promille-Grenze, wo man dann Bußgeld bekommt und einen Monat Führerscheinentzug als Ersttäter. Da sind natürlich nur diese Substanzen aufgeführt und alles andere kann man jedenfalls aus Sicht dieses Gesetzes konsumieren und auch Auto fahren. Da würde erstmal nichts passieren. Anders ist es bei der Straftat, also Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheitsfahrt. Entspricht beim Alkohol diesen 1,1 Promille. Da ist es so, dass die Legal Highs, völlig egal, ob man Medikamente nimmt, Legal Highs oder illegale Drogen, es ist immer dann, wenn man die Substanzen nachweist und die Wirkungen,
also man nennt sie auch Ausfallserscheinungen, die dann dazu führen, dass man das Fahrzeug nicht mehr sicher führen kann, nachgewiesen werden, dann ist man sozusagen schuldig und kann bestraft werden. Also da hat man rechtlich eigentlich auch kein Problem mit diesen Legal Highs. Da ordnen die sich einfach ein in alle anderen berauschenden Mittel. Gut, und schließlich auch ein rechtlicher Bereich, und den finde ich ganz wichtig, das ist das Fahrerlaubnisrecht, weil auf dieser Schiene in Deutschland ja sehr viel Druck gemacht wird, vor allem eben hier auch auf die Cannabiskonsumenten. Da gibt es ja vom Bundesverwaltungsgericht jetzt mehrere Entscheidungen, nach denen immer, wenn der objektive Tatbestand der Ordnungswidrigkeit erfüllt ist, also bei sehr geringen THC-Konzentrationen regelhaft es eben zum Sofortentzug der Fahrerlaubnis kommt oder kommen muss jetzt nach dieser Rechtsprechung. Das war bisher sogar in Bayern etwas laxer gehandhabt. Man höre und staune, da war der Grenzwert nämlich in der Landesrechtsprechung höher. Und im Übrigen auch, wenn man Cannabis konsumiert und Alkohol trinkt, völlig außerhalb des Straßenverkehrs, muss das nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zum Sofortentzug der Fahrerlaubnis führen. Und das ist natürlich eigentlich eine Sanktion durch die Hintertür. Und da sehe ich eben, das ist sicherlich ein Konsummotiv, auch wenn das in der Befragung jetzt nicht so deutlich rauskommt, die der Bernd durchgeführt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine ganz erhebliche Motivation für viele Menschen ist, eben dann umzusteigen auf die anderen Drogen, die man schlechter nachweisen kann. Immerhin war es ein Drittel, für die es eine Rolle spielt. Ja, gut. Okay, jetzt noch, das ist ja Cannabis, es geht da ja aber um die Designerdrogen. Da ist es so, dass die Fahrerlaubnisbehörden die generell als harte Drogen betrachten. Das heißt, ein einmaliger Konsum, ganz egal in welchem Kontext, führt sofort zu einer charakterlichen Nichteignung und damit zum Entzug der Fahrerlaubnis. Die kann man dann auch erst nach bestandener MPU, also medizinisch-psychologischer Untersuchung, die mindestens ein Jahr dauert und mehrere tausend Euro kostet, wieder erlangen. Dieses Konzept harte und weiche Drogen ist sowieso längst überholt. Dort wird es immer noch verwendet. Dafür gibt es eigentlich überhaupt keine wissenschaftliche Begründung, so eine Einteilung vorzunehmen. Ja, gerne. Das Designerdrogen bezieht sich aber nur auf die Stoffe, die schon mit dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt sind. Nein, nein. Nein, im Fahrerlaubnisrecht ist es völlig egal. Die sagen, das sind auch Drogen, auch wenn die noch legal sind. Sind es Rauschmittel, die so wirken wie harte Drogen, und damit ist die charakterliche Nichteignung trotzdem gegeben. Die bezieht sich ja nicht darauf, dass jemand diese Substanzen nimmt, obwohl sie verboten sind, sondern allein die Tatsache, dass er sie nimmt, begründet seine Nichteignung aus dieser Perspektive. Selbst wenn man nie berauscht gefahren ist. Ja, natürlich, klar. Das ist Anlage 4. Also ich kann nur sagen, wie die Praxis eben ist in den Führerscheinstellen, mit denen ich gesprochen habe, und die ziehen das knallhart durch. Das mag sein, dass es da auch, das ist ja eh so ein Thema, das wird ja völlig uneinheitlich gemacht, nicht nur zwischen verschiedenen Bundesländern, was ja noch verständlich wäre, sondern von einer Führerscheinstelle zur benachbarten im Nachbarkreis kann das also schon völlig unterschiedlich gehandhabt werden. Da gibt es also überhaupt keine Gleichheit in dieser Frage. Gut, weitere rechtliche Probleme beschäftigen sich dann mit Besitz, Erwerb und Handeltreiben. Da haben wir das AMG natürlich, und ja, da ergeben sich dann auch weitere Fragen nach der sogenannten nicht geringen Menge und der geringen Menge, die also da in den Gesetzen vorkommen. Da möchte ich gar nicht jetzt näher darauf eingehen, über Sinn und Unsinn dieser Begriffe kann man sich streiten. Aber auch da muss man natürlich, oder muss das Rechtssystem jetzt zu einer Rechtsprechung kommen für diese vielen einzelnen Substanzen, die ja, wir haben ja regelmäßig neue Zugänge in die Anlagen, und da müssen diese Fragen eben geklärt werden. Gut, weiter gibt es die schon angesprochene Gesetzeslücke. Da gibt es jetzt halt verschiedene Ideen, die auch schon in Rechtsgutachten 2011 eigentlich vorgelegen haben, dass man Stoffgruppen definieren könnte und dann eben sehr viele Substanzen auf einmal erfasst. Generell wird natürlich ein beschleunigtes Verfahren angestrebt, weil im Moment dauert das über ein Jahr nach dem ersten Auftreten einer Substanz, und ja, so lange kann es eben dann legal weiterverkauft werden. Und großes Thema ist auch die Frage nach der Besitzstrafbarkeit. Im AMG war es ja so,
Da ist lediglich der Handel und die Weitergabe strafbewehrt gewesen. Im Betäubungsmittelgesetz ist grundsätzlich auch der Besitz strafbar. Und da ist natürlich die Frage, wenn man das jetzt gesetzlich regelt, geht man eher in die Regelung Richtung AMG oder, und da gibt es natürlich auch Stimmen aus bestimmten politischen Richtungen, die wollen auch den Besitz strafbar halten oder machen, aus generalpräventiven Erwägungen heraus. Auch da muss man sich natürlich wieder fragen, was soll das bewirken oder wie effektiv ist sowas dann. Aber das ist eben Thema und ist im Moment offen, wie da der Gesetzentwurf aussehen wird, der dann vielleicht nächstes Jahr irgendwann zu erwarten ist. Das hatten wir ja schon gesehen. Ich habe es nur mal hier nochmal die Anzahl der Cannabinoide herausgestellt. Das ist also die größte Gruppe. Und was ich hier auch nochmal erwähnen möchte, ist, dass natürlich nur ein relativ geringer Anteil dieser hohen Anzahl wirklich eine relevante Rolle auf dem Markt dieser Drogen spielt. Und es gibt einen sehr großen Turnover. Also was gestern noch ganz viel in den Produkten war, das kann eben übermorgen dann schon völlig verschwunden sein. Ja, insofern täuscht es vielleicht ein bisschen. Das zeigt nur, dass da eine sehr hohe Dynamik drin ist und die ist eben fast ungebrochen, auch wenn der Anstieg eben nicht mehr ganz so exponentiell hochgeht. So ein bisschen Chemie muss aber auch sein, und es ist aber mehr so, dass es intuitiv auch verstanden werden kann. Das war eine der ersten Substanzen, die aufgetreten ist. Man sieht also, eine Designerdroge entsteht ganz leicht, wenn man hier so ein Fluoratom dran macht oder hier eine Methylgruppe. Und die beiden kannte man noch aus der pharmakologischen Literatur, auch mit Rezeptoraffinitäten. Die sind also stärker wirksam als das. Und der Drogendesigner macht jetzt einfach Folgendes, dass er die beiden praktisch verschmilzt hier und beide Gruppen dran macht. Und dann hat man eine ganz neue Droge, die ist noch überhaupt nicht beschrieben gewesen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die noch potenter ist als diese beiden, ist dann sehr hoch. Es werden aber nicht nur neue Substanzen permanent auf den Markt gebracht, sondern es kommen auch immer wieder neue Ideen. Nicht nur, dass ständig neue Namen erfunden werden, neue Verpackungen, sondern eben dieses Baukastenprinzip, Research Chemical plus Kräuterbasis, was man im gleichen Shop dann auch direkt bestellen kann. Das hat Bernd ja schon angesprochen, dass dahin so ein bisschen der Trend geht. Aber eben auch zum Beispiel Liquids für E-Zigaretten. Das ist ja, die E-Shisha ist ja gerade bei Jugendlichen ganz angesagt im Moment, und da kann man gleich die passenden Flüssigkeiten eben sich hier über die Shops besorgen und kann sich dann diese synthetischen Cannabinoide über diese E-Shishas zuführen zum Beispiel. Ja, passt sich also auch da immer so ein bisschen an die Moden oder die Trends an, das Angebot. So, an der Stelle möchte ich kurz mal das Spice 2 Plus Projekt, was ja das erste Spice Projekt fortsetzt, vorstellen. Und ja, ganz am Anfang oder ganz vorne steht eben das Produktmonitoring, was wir machen. Dahinter versteckt sich einfach ein Vorgang, in dem wir die Produkte, die angeboten werden, in den Shops kaufen, möglichst breit in vielen Shops und möglichst auch alle Produkte, die dort angeboten werden. Und wir analysieren die dann auf ihre Inhaltsstoffe, und diese Inhaltsstoffe oder die Produktnamen mit Inhaltsstoffen werden dann auch auf der Webseite veröffentlicht. Das heißt, wir haben hier faktisch eigentlich ein Drug-Checking-Projekt, wenn man so möchte. Das darf man vielleicht nicht zu laut sagen, ja, weil das ist ja etwas ungewünscht von politischer Seite. Ich habe also gerade im Sachverständigenausschuss da vom BMG-Vertreter auch schon wieder eine Absage bekommen, dass Drug-Checking mit der Bundesregierung nicht zu machen ist. Das ist aber ja eine bekannte Position. Außerhalb dieses Produktmonitorings, oder nein, innerhalb des Produktmonitorings, klar, identifizieren wir auch neue Substanzen. Jedes Mal kommt dann eben wieder ein Zähler drauf und der Balken wird höher für das jeweilige Jahr. Das machen nicht nur wir in dem Projekt, sondern das machen eben auch viele Zolluntersuchungsstellen oder Kriminalämter. Was wir im Projekt machen, ist auch, dass wir analytische Methoden entwickeln, zum einen für den schnellen Nachweis dieser Substanzen in fertigen Produkten, aber für unseren Bereich in der Rechtsmedizin ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch in der Lage sind, die Stoffe in Blutproben zum Beispiel oder in Urinproben nachzuweisen. Ja, sei es nun von Straßenverkehrsteilnehmern oder im Zusammenhang mit Straftaten oder ja, in jedem Zusammenhang, in dem eben solche Proben untersucht werden müssen. Ein weiterer Teil beschäftigt sich mit der Wirkung dieser Substanzen. Da gibt es also verschiedene Modelle, die man hier verwenden kann, um zu schauen, wie toxisch sind die Substanzen und wie wird die Wirkung dieser Substanzen vermittelt, die man praktisch bekommt, wenn man sie konsumiert. Und das sind die beiden Teile,
Also hier, da steht Bernd und das CDR dafür und Präventionsarbeit, Webseite ist Basis e.V. und da ist der Carsten und sein Team eben zuständig. Ja, die über diese Seite werden wir sicher nachher noch einiges hören vom Carsten. Wie wirken diese synthetischen Cannabinoide? Das ist auch schnell erzählt. Sie wirken ähnlich wie THC und das liegt einfach daran, dass sie über das gleiche Rezeptorsystem im zentralen Nervensystem wirken, das sogenannte Endocannabinoid-System. Das ist ein sehr komplexes System, entwicklungsbiologisch auch ganz alt. Das findet man nicht nur in Menschen und in Primaten, Wirbeltieren, sondern auch in Wirbellosen, sogar in Fischen findet man das. Also das gibt es schon, solange es Leben gibt, könnte man fast sagen, wahrscheinlich. Naja, ganz so lange vielleicht nicht. Aber irgendwann hat es sich mal sehr früh herausgebildet. Entsprechend ist es auch in sehr vielen Regelmechanismen, physiologischen, aber auch psychischen, dann an höheren Ebenen beteiligt. Und ja gut, man greift eben mit diesen Substanzen wie THC oder anderen Stoffen, die man exogen zuführt, hier relativ unspezifisch in diese Regelmechanismen ein. Interessant ist, dass jetzt diese neuen Substanzen im Gegensatz zu THC mit einer sehr hohen Affinität binden. Das heißt, man braucht eine relativ kleine Dosis, um einen Effekt zu haben. Zum Teil also wirklich nur ein Bruchteil der Dosis, die man von THC braucht. Und sie wirken auch mit einem stärkeren Maximaleffekt. Also wenn man beim Konsum von Cannabis irgendwann auch mal an so einem Wirkungsmaximum angekommen ist und wenn man dann noch einen raucht, dann passiert auch nicht mehr viel, dann ist es bei diesen synthetischen Substanzen anders und das lässt sich eben pharmakologisch auch begründen, weil die Rezeptorantwort eben einfach anders aussieht bei diesen Substanzen. Das haben wir 2008 ja auch mal selbst erleben dürfen, wie extrem diese Wirkung eigentlich ist. Da haben wir einen Selbstversuch gemacht, bevor wir überhaupt wussten, dass da synthetische Stoffe drin sind. Es ging einfach damals diese Spice-Geschichte rum und da war auch die Rede davon, dass das vielleicht alles nur ein Placebo-Effekt ist. Und da wollten wir uns einfach selber mal ein Bild machen und war uns dann ziemlich schnell klar, dass es kein Placebo-Effekt ist. Die Augen waren also total rot, der Puls hat sich verdoppelt, der Mund war trocken, dass man kaum noch sprechen konnte und man fühlte sich etwas verwirrt und unkonzentriert für den restlichen Tag. Also ja, genau. Also im Vergleich mit dem, was heute auf dem Markt ist, war da sehr wenig Wirkstoff drin. Und wir haben natürlich auch nur eine kleine Menge konsumiert, vorsichtig wie wir sind. Aber der Effekt war schon ziemlich drastisch. Also vor allem der Kollege sieht hier sehr beeindruckt aus. Und also wir waren auch beeindruckt. Wir waren so beeindruckt, dass wir dann 2 Wochen später auch den Stoff identifiziert hatten. Weil danach war wirklich klar, dass damit was nicht stimmen kann mit diesen Produkten. Dass da mehr drin sein muss als eine Mischung von ein paar harmlosen Kräutern. Uns hat natürlich dann auch interessiert, weil es gab dann sehr viele Leute, die in den Krankenhäusern vorstellig wurden nach dem Konsum dieser Produkte, was machen die eigentlich mit dem Menschen, der sie konsumiert oder was sind eben die problematischen Wirkungen, die entstehen können. Die kennt man ja von Cannabis auch, da kann auch einiges schiefgehen, wenn man sich in der Dosis ein bisschen vergreift oder wenn ein schlechtes Setting eben da war, bevor man angefangen hat zu konsumieren. Aber hier haben wir das eben jetzt mal wissenschaftlich untersucht, haben auch das entsprechend mit Befunden immer unterlegt und konnten dann also verschiedene Symptomgruppen herausarbeiten. Einiges ist also sehr ähnlich bei den Leuten, die das konsumieren, wie bei Cannabiskonsumenten. Typische Symptome, möchte ich gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber es gibt eben auch Symptome, die bei Cannabis üblicherweise nicht festgestellt werden. Einige Patienten hatten Krampfanfälle, das kriegt man mit Cannabis nicht hin, im Gegenteil, THC wirkt ja eher krampflösend, deswegen wird es ja auch bei Spastiken bei Multiple Sklerose-Patienten eingesetzt. Eine Hypertonie ist auch gegenläufig, man hat eigentlich eher so eine lagebedingte Hypotonie, also einen niedrigen Blutdruck, hier kommt man also eher in einen Bluthochdruck hinein, jedenfalls bei höherer Dosierung, weil klar, diese Leute, die vorstellig wurden in den Krankenhäusern, haben natürlich tendenziell eher höhere Dosen dieser Substanzen zu sich genommen. Sehr viele Leute mussten sich heftig erbrechen, teilweise über Stunden. Auch das für Cannabis ganz untypisch. Da hat man eher so einen antiemetischen Effekt, der ja auch wieder therapeutisch genutzt wird bei Chemotherapiepatienten zum Beispiel.
Die Leute waren extrem unruhig, agitiert. Das kann bei Cannabis schon auch mal vorkommen, teilweise aggressiv. Wäre wieder eher untypisch für Cannabis. Und manche waren eben, das klang ja auch schon an, dass auch Bewusstlosigkeit resultieren kann aus einem solchen Konsum. Und man hat eine relativ schnelle Toleranzentwicklung, jedenfalls wesentlich schneller als bei Cannabis. Also man sieht, es gibt eben auch hier, lässt sich ganz gut eigentlich hier bestätigen, was in den Online-Umfragen eben auch offenbar wurde, dass es hier doch ein paar ganz problematische Nebenwirkungen gibt. Wie häufig die jetzt auftreten in Bezug auf die Grundgesamtheit, kann man natürlich nicht sagen, weil wir haben jetzt hier nur gesehen, was eben im Krankenhaus vorstellig wurde an Patienten. Bei den Tests auf Zellebene hat sich eigentlich gezeigt, dass die Substanzen selbst, wenn man sie auf diese Zellmodelle gibt, nicht besonders bösartig sind. Also da muss man schon mit sehr hohen Konzentrationen rangehen, um toxische Effekte zu sehen. Ist natürlich unbenommen, dass das Rauchen an sich schon dazu führt, dass sehr viele giftige pyrolytische Produkte entstehen, einfach aus den Kräutern und aus dem Tabak, mit dem es geraucht wird. Und das ist natürlich für sich genommen auch schon ein gesundheitliches Risiko, das sich eben addiert auf diese akute Gefahr, wenn man zu viel davon konsumiert. Zur chronischen Toxizität kann man sagen, dass erstmal die Datenlage sehr schlecht ist natürlich, weil man hat da einfach noch keine lange Beobachtungszeit, dass man jetzt Konsumenten hätte, wo man jetzt konkret schauen könnte. Ist auch immer schwierig, das dann kausal zurückzuführen auf eine Sache, gerade wenn die Leute sehr viele verschiedene Drogen konsumieren. Dann kann man natürlich nicht mehr differenzieren, welche Droge jetzt dann möglicherweise so eine Spätfolge ausgelöst hat. Also insofern ist das ein bisschen schwierig. Was man allerdings auch unter die chronische Toxizität zählt, ist natürlich erbgutverändernde Wirkung. Und da hat man bei einigen Substanzen im Zellmodell eben gesehen, dass es auf chromosomaler Ebene schon Schädigungen geben kann, auch in relativ niedrigen Konzentrationen, zumindest in solchen Konzentrationen, die an Mundschleimhautzellen oder im Atemtrakt eben entstehen können, weil da hat man eine direkte Exposition mit dem Kondensat. Aber ja, ob das jetzt die Gefahren, die durch das Rauchen ohnehin schon da sind, überwiegen wird, das ist eher mit einem Fragezeichen zu behaften. Ich denke, das Rauchen und die toxischen Produkte, die dabei entstehen, dürften da die größte Rolle spielen, in dieser Hinsicht auch. Es gibt auf jeden Fall ein gewisses Abhängigkeitspotenzial, das kennt man ja bei Cannabis auch. Cannabis kann auch zu einem milden Entzugssyndrom führen, das weiß man inzwischen. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Entzugssyndrom, wie man es bei Opiaten oder so hat oder bei Alkohol. Aber es gibt es und das scheint eben, ist zumindest in einigen Kasuistiken auch für synthetische Cannabinoide beschrieben worden. Das passt auch ganz gut damit zusammen, dass man eben eine schnelle Toleranzentwicklung hat, weil Drogen, die zu einer sehr schnellen Toleranzentwicklung führen, sind tendenziell auch die stärkeren Suchtgifte. Gut, dann ist es natürlich so, was so diese Auslösung von Schizophrenie ist ja immer wieder so ein Thema, wobei nicht so ganz klar ist, löst Cannabis die Schizophrenie aus oder gibt es auch einfach eine Affinität von latent oder schon schizophren erkrankten Personen zu Cannabis. Das ist sicherlich beides ein Stück weit wahr. Diese Gefahren bestehen natürlich bei diesen Wirkstoffen mindestens in gleichem Maße, weil sie ja sehr ähnlich wirken, nur ein bisschen stärker. Da könnte man also vermuten, dass auch dieses Auftreten dieser Probleme etwas häufiger ist als bei Cannabis. Aber dazu gibt es keine Daten. Man hat eben auch nur Einzelfälle, die beschrieben wurden bis jetzt. Generell sind Kinder und Jugendliche, die in ihrer Hirnentwicklung eben noch nicht beim Abschluss angelangt sind, das geht also sehr lange beim Menschen, besonders vulnerabel für Effekte, die durch Cannabinoide ganz generell ausgelöst werden können. Und das kann sich dann eben in Entwicklungsverzögerungen etc. auswirken, besonders wenn eben ein massiver Konsum stattfindet in dieser kritischen Zeit. Ja, also wie gesagt, das gilt natürlich für diese synthetischen Cannabinoide mindestens in gleichem Maße wie für Cannabis. Ein ganz großes Problem, und da kommt sicherlich auch, oder das ist sicherlich eine Ursache dafür, dass also relativ viele Leute in den Krankenhäusern dann vorstellig werden nach dem Konsum dieser Produkte, liegt darin, dass die Wirkstoffgehalte einfach sehr unterschiedlich sind. Wir haben das mal in einer größeren Sicherstellung untersucht, indem wir also da sehr viele Einzelpäckchen untersucht haben und geschaut haben, wie verteilt sich denn der Wirkstoff in diesen
Päckchen. Und da kann man also durchaus bis zu einem Faktor 4 hier kommen, was den Wirkstoffgehalt in einer festgelegten Portion, die so ungefähr vielleicht einer Konsumportion entspricht, betrifft. Das ist natürlich klar, wenn ich beim einen Mal das Vierfache plötzlich habe von dem, was ich eigentlich gewöhnt bin, dann ist es schon eine sehr große Dosis und kann dazu führen, dass man sich danach dann sehr unwohl fühlt. Das hat man in diesem Maße bei Cannabis eben nicht. Da gibt es natürlich auch Unterschiede im Wirkstoffgehalt, das ist klar, aber die sind bei weitem nicht so groß. Und ja, in der Regel tastet man sich auch bei Cannabis ja eher da so ein bisschen ran als Konsument und kann dann einschätzen, wie viel man von dem konkreten Material vielleicht braucht. Hier ist es eben schwierig, auch wenn man das gleiche Produkt mit einem gewissen Zeitabstand nochmal kauft, ist es keine Garantie dafür, dass die Zusammensetzung noch die gleiche ist und der Wirkstoffgehalt kann eben auch schon völlig anders sein. Gut, ein Konsummotiv ist ja auch diese sogenannte oder so wahrgenommene Nichtnachweisbarkeit. Das stimmt natürlich so nicht. Man kann diese Substanzen sehr gut nachweisen, in Blutproben zum Beispiel. Es ist nur so, dass sie eben in diesen immunchemischen Vortestverfahren, die von der Polizei angewendet werden und die auch eben in klinischen Settings normalerweise angewendet werden, weil sie kostengünstig sind, von diesen Tests werden diese Substanzen nicht erfasst. Deswegen spricht man von Nichtnachweisbarkeit. Wenn man hier mit etwas aufwendigeren Methoden rangeht, dann kann man die Substanzen alle nachweisen. Wichtig ist allerdings, dass man weiß, nach was man sucht. Das sind nämlich sogenannte Target-Analysen. Das heißt, man findet nur das, wonach man auch sucht. Wenn man jetzt nicht weiß, was am Markt unterwegs ist, dann hat man auch keine Chance, das zu finden. Der Nachteil ist natürlich, dass es mit relativ hohen Kosten verbunden ist, weil so ein Gerät, mit dem man diese Analysen machen kann, das kostet mehrere hunderttausend Euro. Das ist also, ja, kann man sich ausrechnen, dass das dann nicht ganz billig ist. Es ist auch aufwendig von der Probenvorbereitung und so. Nicht so, dass man da so ein Teststäbchen reinhält oder sowas, sondern das sind also ganz komplexe Vorgänge, die auch der eigentlichen Analyse dann noch vorgeschaltet sind. Ja, aber es geht. Man kann die Substanzen nachweisen. In Urinproben hat man nochmal ein paar besondere Schwierigkeiten, weil die Substanzen selber, so wie sie eben konsumiert werden, im Urin gar nicht mehr nachweisbar sind. Da findet man dann nur Abbauprodukte dieser Substanzen und die muss man natürlich erstmal identifizieren. Und das ist auch nicht ganz leicht, muss man sich erstmal methodisch der ganzen Sache nähern und muss das dann wieder in eine Analysenmethode übersetzen. Und da hat man auch einen gewissen zeitlichen Nachhang immer, bis man die neuen Substanzen da auch wirklich in der Methodik dann mit erfasst. Deswegen sind Urinproben also erst sozusagen die zweite Wahl, aber in therapeutischen Settings werden natürlich in aller Regel Urinproben genommen, da kann man nicht jedes Mal eine Blutprobe entnehmen. Insofern hinkt man da auch ein bisschen hinterher, aber auch in Urinproben kann man die Substanzen grundsätzlich nachweisen, natürlich eben auch mit diesen eher komplexen Methoden. Die Befunde zu interpretieren ist auch nicht immer ganz einfach, weil gerade so auf Stationen, wo dann das Zeug konsumiert wird, da sitzen die dann zusammen im Raucherzimmer, also die Legal Highs konsumieren und die anderen halt auch und die konsumieren dann unter Umständen eben passiv mit und dann findet man die Abbauprodukte auch im Urin, zwar weniger, ja, aber wo will man dann die Unterscheidung treffen, wer jetzt konsumiert hat und wer nur dabei gesessen ist, ist manchmal schwierig. Außerdem ist es natürlich so, dass man dann im Abstand vielleicht nochmal eine Probe bekommt, dann ist immer noch was drin, aber vielleicht wesentlich weniger. Das könnte theoretisch ja noch von dem ersten Konsum stammen. Das ist dann die Frage, hat ein erneuter Konsum stattgefunden, ist im Einzelfall dann immer genau zu betrachten. Und selbst die Substanz genau zu benennen, die konsumiert wurde, ist manchmal schwierig, weil die Abbauprodukte verschiedener Substanzen können manchmal gleich sein, weil die im Körper dann zu den gleichen Endprodukten metabolisiert werden. Das sind also alles Fragen, die uns dann im Detail natürlich beschäftigen, die gut für Sie jetzt zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht so besonders interessant sind. Deswegen gehe ich da auch gar nicht näher drauf ein. Interessant ist, dass man die, so wie THC, den Cannabis-Hauptwirkstoff, eben sehr lange nachweisen kann im Serum, nach so einem Einmalkonsum mindestens 24 Stunden. Und wenn jemand mehrfach konsumiert, dann geht es also Wochen bis Monate, bis das so weit ausgeschieden ist, dass man im Blut diese Substanzen nicht mehr findet. Im Urin sieht es ganz ähnlich aus. Dann war auch bei einem Patienten über 3 Monate lang in den Urinproben, die regelmäßig genommen wurden, hier noch Metabolite dieser Substanzen nachweisen können. Sie sind also sehr lang nachweisbar. Das liegt einfach daran, dass die gut fettlöslich sind und wie THC sich dann eben entsprechende Gewebe umverteilen und ganz langsam dann
daraus erst wieder abgegeben werden. Und es dauert eben seine Zeit, bis dann alles aus dem Körper wieder draußen ist. Jetzt noch ein paar Zahlen zu den Untersuchungen, die wir gemacht haben. Das waren jetzt also alles Patienten aus forensisch-psychiatrischen Einrichtungen, also Maßregelvollzug, die also aus der Haft praktisch in eine therapeutische Einrichtung kommen. Und da ist natürlich Abstinenzgebot. Und wenn die Rauschmittel konsumieren, dann geht es auch wieder zurück in den Vollzug. Da hat sich so ein bisschen ein Sport entwickelt, dass man als Patient versucht, seine Therapeuten auszutricksen und halt trotzdem was zu konsumieren und sich möglichst natürlich nicht dabei erwischen zu lassen. Und das sind die Legal Highs natürlich das Mittel der Wahl, weil sie mit den üblichen Schnelltests halt nicht erfasst werden. Und 2011 hat es also so einen Höhepunkt gehabt, da hatten wir dann wirklich auch, haben die begonnen, diese Proben uns zu schicken. Und da hatten wir also sehr große Auftretenswahrscheinlichkeit in diesen Proben. Das ging dann langsam zurück und ist jetzt so relativ stabil bei etwas unter 10% angelangt, weil die Patienten natürlich jetzt schon wissen, sie können erwischt werden. Sie wissen aber eben auch, dass die Untersuchungen nur selten gemacht werden, weil sie einfach viel teurer sind als die immunchemischen Vortests. Insofern ist es immer noch so ein Katz-und-Maus-Spiel und die Patienten sind dann auch schlau genug, auf unsere Homepage zu gehen und versuchen sich dann zu informieren, was wir schon können und was wir noch nicht können und bestellen sich dann die entsprechenden Research Chemicals, von denen sie glauben, dass wir die halt noch nicht nachweisen können. Aber wir bleiben immer am Ball. Aber es ist nach wie vor ein Problem. Die Leute, wir sehen es eben immer noch, das sind immer wieder positive Proben dabei. Und was wir natürlich auch sehen ist, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Dynamik, dass eine Substanz kommt und geht und dann kommt die nächste. Das lässt sich also in den Proben hier dann auch wunderbar abbilden. Das geht jetzt so ein bisschen auf die Gruppe, die den Führerschein schon verloren hat, wegen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum, egal was das war. Bei vielen ist es natürlich Cannabis gewesen, bei anderen war es Amphetamin oder sonst irgendeine Droge. Und das ist jetzt einfach mal dargestellt. Wir haben uns hier Proben schicken lassen von den Labors, die diese Abstinenzkontrollproben untersuchen im Rahmen von diesen medizinisch-psychologischen Untersuchungen, die man durchlaufen muss, bevor man dann den Führerschein wieder beantragen kann. Und da haben wir insgesamt über 6% positive Proben gehabt, die vorher als negativ getestet wurden. Die waren also sauber in Anführungszeichen und sind als abstinent durchgegangen in dieser medizinisch-psychologischen Untersuchung. In Wirklichkeit haben sie einfach ihren Konsum nur umgestellt, in dem Fall hier auf synthetische Cannabinoide. Und auch hier bildet sich das ab, dass man in Bayern hier mit fast 14% den höchsten Anteil der Leute hat, die praktisch substituieren, weil das wäre diese Kategorie der Substituierer. Brandenburg auch ganz gut dabei. Zum Teil hatten wir natürlich auch absolut geringe Zahlen. Das ist natürlich nicht repräsentativ, das ist auch klar. Das kann nur eine Tendenz wiedergeben. Aber auch Rheinland-Pfalz übt also relativ hohen Druck auf der führerscheinrechtlichen Seite aus. Und auch da sieht man, ist die Substitutionswahrscheinlichkeit also relativ hoch. Also was man hier, denke ich, schon ganz gut abbilden kann, ist, dass es da Zusammenhänge gibt mit der Anwendung der Fahrerlaubnisverordnung. Ja, und es ist schon erschreckend hoch eigentlich, wenn man denkt, die sollen eigentlich ihre Abstinenz nachweisen und jeder Achte konsumiert dann gefährlichere Drogen, als er vielleicht vorher konsumiert hat. Das ist sicherlich nicht das, was man sich vielleicht wünscht als der Verordnungsgeber. Gut, jetzt noch, in der Zeit natürlich schon ziemlich drüber, kurz was zu den erwähnten Badesalzen. Sind natürlich keine Badesalze, Designerstimulantien wäre der richtigere Begriff. Chemisch sind es Phenethylamine in aller Regel, mit ein paar Ausnahmen und häufig eben die Carthinone, die haben dann diesen Sauerstoff hier. Das sind jetzt nur einige Vertreter. Interessant ist, dass es einige zugelassene Medikamente gibt, die auch genau zu diesem Strukturtyp gehören. Das können dann so Antidepressiva sein, wird auch gerne in der Raucherentwöhnung eingesetzt oder Amphepramonen, Appetitzügler. Das sind auch typische Wirkungen, die Stimulantien eben haben. Der Appetit wird gedämpft und man hat eben eine Verminderung des Schlafbedürfnisses etc. Wie wirken die? Das hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Also letztlich geht es um verschiedene Neurotransmitter, die eben entweder direkt oder indirekt erhöht werden im synaptischen Spalt, also bei der Übertragung von Informationen zwischen Neuronen. Und man hat eigentlich so ein Dreieck, Wirkungsdreieck. Es gibt also Amphetamin als eher reines Stimulans, dann Ecstasy oder MDMA
als Enthaktogen, was eben diese ganz besondere Qualität hat, die man bei den Stimulantien eben nur bei einigen Molekülen findet. Und dann die Halluzinogene, die ja auch zu den Stimulantien gehören. Und das ist so ein Dreieck. Und wenn man sich das jetzt so als Dreieck mal zweidimensional vorstellt, dann kann man eigentlich alle dieser neuen Substanzen irgendwo in diesem Dreieck einordnen. Die sind entweder mehr auf der einen Seite oder mehr auf der anderen Seite, manchmal auch ein bisschen in der Mitte. Was sie unterscheidet von den bereits etablierten illegalen Drogen ist die teilweise sehr hohe Potenz. Die kann natürlich auch niedriger sein, bei manchen ist sie aber extrem hoch. Gerade bei den N-Bromis, das sind ja ganz potente Halluzinogene, die in Dosen wirken, die vergleichbar sind mit LSD. Und das ist ja auch eine sehr potente Droge. Ist ja so entdeckt worden, dass es also über die Haut aufgenommen wurde. Ja, das reicht also unter Umständen schon aus, sich da ein bisschen was auf die Haut zu machen. Gut, und dann, manche sind besonders problematisch, weil das liegt dann eher so ein bisschen an der Pharmakodynamik, das setzt die Wirkung ein bisschen verzögert ein und beim Konsumenten führt es dazu, dass er vielleicht nach einer Stunde denkt, hoppla, da kommt ja noch gar nichts, dann nehme ich jetzt nochmal zwei, weil wenn jetzt noch nichts wirkt, dann war es wohl einfach zu wenig. Und wenn die erste dann richtig anfängt zu wirken, dann kommen die zwei noch hinterher und dann ist er möglicherweise schon im Bereich einer Vergiftung. Da kam es auch wirklich zu ganzen Todesfallserien, vor allem in Skandinavien mit verschiedenen Substanzen hier aus dem Bereich der Stimulantien, wo man eben solche ungünstigen Verhältnisse hat. Also diese ganz hohe Potenz ist halt auch natürlich unter den illegalen Bedingungen immer eine Schwierigkeit für die Konsumenten zu dosieren. Wenn jemand das als Research Chemical kauft zum Beispiel, dann braucht er schon eine verdammt gute Waage, um sich da eine Dosis richtig abzuwiegen. Das kriegt man mit einer normalen Feinwaage, wie sie ja häufig da im Umlauf ist, nicht hin. Das geht schlichtweg nicht. Also einige Milligramm kann man damit vielleicht abwiegen, aber nicht ein Bruchteil eines Milligramms. Das funktioniert einfach nicht. Das ist richtig, also da hat man natürlich ein Problem. Was akut auftritt, wenn zu viel konsumiert wird von Stimulantien, das ist eigentlich genau das, was man bei den illegalen Stimulantien auch kennt. Die Herzfrequenz geht hoch, es kann zu so Muskelkrämpfen kommen, der Blutdruck geht natürlich auch hoch und die Körpertemperatur wird hochreguliert. Das ist dann, kann auch sehr problematisch werden, wenn das eben in sehr hohe Bereiche geht. Angstzustände, Schlafstörungen, Krampfanfälle, das ist dann wirklich bei schweren Intoxikationen auch das Problematischste eigentlich, die Krampfanfälle und die Hyperthermie. Gut, und die Kliniker sagen immer, sie haben den Verdacht, dass bei diesen neuen Substanzen auch die Auftretensrate von so psychiatrischen Komplikationen höher ist als bei den bekannten Stimulantien. Ob das wirklich stimmt oder eher so ein Bias ist, weil man das halt dann eher wahrnimmt, kann man im Moment nicht wirklich sagen. Aber es gibt eben die Leute, die wirklich dann mit schweren psychiatrischen Symptomen eingeliefert werden und wo man feststellen kann, gut, die haben vorher eben diese Designerstimulantien konsumiert. Der Nachweis von den Stimulantien ist unproblematischer, weil die auch im Urin so ausgeschieden werden, wie sie eingenommen werden. Aber man hat das gleiche Problem mit den Immunoassays, die funktionieren meist nicht oder nicht hinreichend. Gerade bei den potenteren Substanzen funktioniert es einfach nicht, weil man da immer so einen Cut-off setzen muss. Und wenn der nicht erreicht wird, dann geht es halt als negativ raus, obwohl was drin ist in der Probe. Gut, und dann gibt es, wie gesagt, aus dem Bereich der Opioide und aller anderen Drogenklassen auch inzwischen Designer-Drogen. Gibt es besonders viele neue Kandidaten, das sind die Benzodiazepine, was man als Valium eben auch verschrieben bekommen kann, zum Beispiel. Bromazepam, Alprazolam sind zwei weitere Vertreter, die man auch auf Rezept bekommen kann. Und was jetzt eben im vorletzten Jahr dann erstmals auch über diese Shops zu kaufen war, das war das Pyrazolam. Das ist der untere Teil, sieht also so aus wie beim Bromazepam und der obere Teil sieht also so aus wie beim Alprazolam. Und wenn man das so zusammenbringt, dann hat man eine Designerdroge gebastelt. Und die gibt es auch nirgends in der Apotheke zu kaufen. Und die wird von den meisten Analyseverfahren natürlich dann auch so nicht erfasst. Da ist man also auch wieder unter dem Radar. Und die erfreuen sich auch zunehmender Beliebtheit, vor allem in Skandinavien. Da gibt es traditionell einen sehr großen Benzodiazepin-Markt. Aber auch in Deutschland, wir haben inzwischen auch die ersten Straßenverkehrsproben, wo Leute auf diese Substanzen dann zurückgreifen. Wir haben ja eine vergleichsweise hohe Zahl an Benzodiazepin-abhängigen Menschen auch in Deutschland.
die eben nach Verschreibung, fortgesetzter Verschreibung irgendwann abhängig sind. Und dann sagt der Arzt vielleicht irgendwann, so jetzt gibt es aber nichts mehr. Und dann versuchen Sie es vielleicht nochmal beim anderen Arzt. Und wenn der auch Nein sagt, dann gehen Sie halt in den Internetshop und kaufen sich hier ein Designer-Benzodiazepin und können dann damit Ihre Entzugserscheinungen bekämpfen. Ja, ein zweites Beispiel, das ist das Diazepam, also das Valium. Und wenn man hier einfach noch ein Chlor anfügt, dann hat man das Diclazepam. Das ist ein ganz potentes Benzodiazepin, auch mit extrem langer Halbwertszeit. Da hat man auch richtig lang was davon, wenn man das einnimmt. Und gut, das wird jetzt in dem Fall auch metabolisiert zu Substanzen, die man dann schon wieder kennt. Die sind also vom Nachweis her jetzt nicht unbedingt so problematisch, aber ja, die Substanzen sind an sich natürlich problematisch, weil es gibt keine klinischen Versuche dazu. Die sind in dem Sinne auch nicht, beziehungsweise der Konsument weiß auch gar nicht, auf was er sich da einlässt, wie lange das jetzt wirkt. Es gibt sehr kurzwirksame, sehr langwirksame. Und wenn er jetzt eigentlich nur einen schönen Abend verbringen will vielleicht und sich ein bisschen dämpfen oder einfach nur schlafen, dann kann es sein, dass er am nächsten Tag noch schwer beeinträchtigt ist, weil die Halbwertszeit eben so lang ist. Und wenn er sich dann ans Steuer setzt zum Beispiel, kann das natürlich schon dramatische Folgen haben. Oder wenn er am nächsten Tag wieder eine nimmt und sich dann langsam hochdosiert, kann er natürlich auch in ganz problematischen Konzentrationsbereich irgendwann kommen. Also ja, letztlich sind es einfach Medikamente, wenn man so möchte, die halt frei verkäuflich da über diese Shops bezogen werden können. Ja? Ganz kurz, das EuGH-Urteil bezog sich ja gerade auf sozusagen Designerdrogen, die nicht jetzt pharmakologisch wirken, also die nicht sozusagen Medikamente sind. Bei den Designerdrogen, die Sie da haben, ist ja unzweifelhaft der Fall, dass die wirken wie rezeptpflichtige Medikamente. Ja, die Wirkung war eigentlich nicht die Frage, die da gestellt wurde, weil sonst hätte man die Cannabinoide ja auch gut erfassen können. Die haben ja pharmakologische Wirksamkeit und die wären potenziell auch therapeutisch anwendbar, so wie Cannabis ja auch therapeutische Anwendung hat. Nur die faktische Anwendung ist ja nicht die eines Arzneimittels, sondern eines Rauschmittels. Und das war die Frage. Die Frage ist die nach der Zweckbestimmung. Und hier wäre man ja auch in dem Bereich, da mag es jetzt Ausnahmen geben, dass ein Patient sich das vielleicht auch bestellt. Ja? Wobei, wenn er es therapeutisch haben möchte, kann er ja einfach zum Arzt gehen. Da gibt es für ihn ja keinen Grund. Wer das über das Internet bestellt, der macht das ja aus anderen Gründen, die jetzt nicht medizinisch indiziert sind. Also das ist kein Arzneimittel, sondern dann eben ein Rauschmittel oder ein Suchtmittel, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Insofern, klar, ist offen, weil der EuGH-Spruch bezog sich ja nur auf die gegenständlichen synthetischen Cannabinoide. Ist offen, wie das dann hier ausgehen würde, aber die Wahrscheinlichkeit würde ich als hoch einschätzen, dass das dann genauso gesehen wird und einfach gesagt wird, die Zweckbestimmung ist aber doch die rauscherzeugende Wirkung oder die, ja gut, wenn es die Bekämpfung von Entzugserscheinungen betrifft, könnte man natürlich schon wieder sagen, das ist so eine Art von Therapie, ja, es ist schwierig zu bewerten. Also vielleicht kommt es ja auch mal vor den EuGH, dann gibt es da eine Klärung, aber ja, es ist ein bisschen eine schwierige Frage. Das wird auch immer wieder betont, dass der EuGH-Spruch sich eben nur auf diesen speziellen Fall, um den es da ging, bezog und dass es im Prinzip bei anderen Substanzen anders aussehen könnte. Nur ist das ja eine ganz grundsätzliche Argumentation gewesen, die da gewählt wurde in der Begründung und die würde hier genauso zutreffen, meine ich. Gut, ich fasse kurz zusammen, dass es nicht so weit über die Zeit geht. Synthetische Cannabinoide werden das häufig vielleicht in Klammern, wenn man die Prävalenzdaten sieht, als nicht nachweisbare, scheinbar legale Alternative zu Cannabis genutzt, wobei eben häufig die Substanzen, die wir in den Proben finden, gar nicht mehr legal sind, sondern die sind schon längst in Anlage 2 des BDMG verzeichnet, sodass es sich eigentlich nicht mehr um Legal Highs handelt. Diese synthetischen Cannabinoide sind auf jeden Fall gefährlicher als Cannabis, da gibt es also keinen Zweifel dran. Das liegt einfach an dieser stärkeren Wirksamkeit und eben auch daran, dass die Dosierbarkeit wesentlich schwieriger ist als bei Cannabis. Wenn man die Proben analysieren kann, ist es zumindest mal ein gewisses Druckmittel, was man in manchen Bereichen hat und was da sicherlich auch wichtig ist. Voraussetzung ist aber, dass es auf dem aktuellen Stand ist und deswegen muss man eben dieses Marktmonitoring oder Drug-Checking oder wie man es auch immer nennen möchte, machen, um da eben auf dem Stand zu bleiben. Befundinterpretation, hatte ich gesagt, kann schwierig sein im Einzelfall. Immunchemische Nachweise sind ungeeignet.
Da gibt es zwar schon welche, die sich jetzt speziell auf einzelne Analyte aus dem Bereich stützen, aber sobald dann die nächsten auf dem Markt sind, funktionieren die halt auch nicht mehr. Gut, und dann nicht zuletzt, und darum geht es ja auch eigentlich heute im Kern, gibt es eine ganze Menge Herausforderungen für das Rechtssystem. Und sinnvoll wäre sicher, man würde mal das gesamte Paket, wie es eben im Moment auch bei den illegalen Drogen zur Anwendung kommen, hier auf den Prüfstand stellen und die Gelegenheit nutzen, ja, vielleicht auch neue Wege zu gehen. Gut, das hier nochmal kurz auch als Kontakt, wenn jemand noch Fragen hat und sie mir vielleicht schriftlich stellen möchte, weil die Zeit jetzt wahrscheinlich nicht mehr reicht. Ja, hier ist nochmal genannt, wer die Geldgeber sind für das Projekt, das EU-Projekt. Und ja, dann übergebe ich wieder. Ja, vielen Dank für den sehr schönen Vortrag.